Hey Leute, bevor es losgeht, wollte ich euch noch einen kleinen Online-Shopping-Tipp mitgeben, falls ihr das nämlich noch nicht kanntet. Und zwar wird dieses Video auch netterweise von Igral gesponsert. Igral ist ein Cashback-Anbieter. Wenn ihr nicht wisst, was Cashback bedeutet, das heißt, es gibt über 1500 Shops, die mit denen Igral zusammenarbeitet. Die bekommen also bei jedem Einkauf, den wir über diese Shops tätigen, eine kleine Provision. Und ein Teil der Provision geht dann an uns zurück. Das heißt, ja, man bekommt bares Geld zurück. Es gibt auch tolle Gutscheine und Rabatte, die täglich wechseln eigentlich, immer mal abchecken. Ganz interessant ist auch die App, weil da sind nochmal ganz andere Online-Rabatte, die extra nur für mobil gelten. Also da auf jeden Fall auch abchecken. Es geht auch super einfach. Ihr meldet euch bei Igral an, shoppt dann wie gewohnt in euren Lieblingsshops und dann bekommt ihr einen kleinen Cashback zurück. Das addiert sich dann. Wenn ihr die Summe von 20 Euro erreicht habt, könnt ihr euch diese auszahlen lassen, entweder per PayPal oder per Banküberweisung. Ihr seid schon am Browsen und ihr wisst nicht, ob der Shop überhaupt ein Partnershop ist von Igral, könnt ihr euch einfach diesen Cashback-Melder in eurem Browser abspeichern lassen und dann seht ihr oben schon diese Leiste. Und wenn ihr die aktiviert, dann ist es einfach automatisch schon für diese Shops aktiv. Also das heißt, ihr shoppt ganz normal, die Leiste ist aktiv und es wird dann automatisch schon dazu gezählt, euer Cashback. Das ist ganz praktisch, dann verpasst ihr eben auch nichts. Genau, und ihr könnt eben auch die App runterladen. Die ist auch ganz nützlich und auch ganz cool, weil manchmal gibt es da extra Deals, die nur für mobil gelten. Deswegen da auch mal ein bisschen abchecken, dann könnt ihr nochmal Geld sparen. Also es gibt auch Rabatte und eben Cashback, also Cash zurück, Cashback. Und wer will das nicht? Ich meine, wenn ihr eh schon shoppt, ne? Und wenn ihr eh schon in diesen Shops unterwegs seid, warum nicht auch einfach noch Geld sparen oder Geld sammeln und einfach Cash auszahlen lassen. Also nur ein kleiner Tipp, ein kleiner Spartipp sozusagen auch, falls ihr das noch nicht wusstet. Das Coole ist jetzt auch, wenn ihr über meinen Link euch anmeldet, dann bekommt ihr anstatt 5 Euro Startguthaben gleich 10 Euro. Also gerne mal drauf gehen. Das kostet auch nichts und so weiter. Es ist nur sparen und Geld zurück, wirklich. Also schaut es euch gerne mal an, geht über den Link und schnappt euch die 10 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Igral und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Hey Leute, Farmer Weekend. Guck mal, wie der da sitzt. Der liebt gerne diesen Platz, weil er so kühl ist. Peaches ist dann immer oben, aber ist gerade jetzt runtergekommen. Ja. Ach, ich habe gerade voll Schluck auf. Die ganze Zeit, ich muss mich die ganze Zeit konzentrieren. Tja, wir beginnen quasi da, wo wir letzte Woche geendet sind. Sorry, dass ich wieder nicht Tschüss sagen konnte und so. Ich hatte noch bis Dienstag Migräne tatsächlich. Ja, mir ging es wirklich sehr mies diesmal, wirklich voll schlecht. Aber das ist das Wetter, ne? Jetzt ist es halt wieder so extrem heiß geworden und da braucht mein Körper einfach. Ja, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, jetzt wird es ja wieder schlecht, ne? Heute ist der letzte Tag, deswegen, ich warte gerade auf Jenny. Jenny kommt gleich und deswegen, ja, sagte ich mit, wir beginnen quasi da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Heute ist wieder Pool Day, sozusagen der letzte Tag, bevor jetzt, ich glaube, Unwetter morgen und so, ne? News, habe ich ja schon mal gesagt, aber so angedeutet nur, ja, Jenny ist jetzt für immer wieder hier. Sie ist wieder back in Frankfurt, umgezogen. Yes, deswegen können wir uns jetzt wieder so oft sehen. Und ich freue mich schon auf sie, weil sie bringt jetzt noch was zu essen mit. Wir wollen nämlich Summer Rolls machen. Ich bereite schon ein paar Sachen vor. Ich mache dieses Omelette. Ihr wisst, diesen Tipp hatte ich, glaube ich, mal bei meinem Pimp, wie heißt das? Essen auf Pimpen Video, irgendwas sowas gemacht. So, Jenny ist da und rollt. Und sie mag das sogar. Obwohl ich nicht so finde, dass es mir so gut diesmal gelungen ist. Ich weiß, es war auch so ein bisschen billig gewürzt. Ich weiß nicht, wie es anders schmeckt. Und sie hat so Quadrate mitgebracht. Wir machen das jetzt im ersten. Ach so. Ja, okay, da hätte ich dir jetzt nur sagen können. Aber gut, klappt auch. Aber ich hätte es eher so dir, also von Spitze gemacht, weißt du? Ach so, ja. So wie bei Lumpia. Weil die sind nämlich quadratisch, das hatten wir ja noch nie. Sonst haben wir immer rund. Aber ich meine. Geht fester, aber. Geht. Mehr. Ja, lass mal. Alles. Und da habe ich hier noch so Tofu. Und ich mag das halt gern, wenn dann so Sesam da ist. Unser Summer Rolls Feast. Jenny hat gerollt. Wie schnell das eigentlich hingekommen ist, wenn ich gerade sehe. Wie viele das sind. It's very, very extraordinary. Just even more than anyone that you adore and love. Heute mal wieder ein bisschen Meal Prep.
Also hier koche ich gerade Kichererbsen, die ich eingeweicht habe über Nacht. Und hier mache ich jetzt wieder meinen Fond. Ihr wisst, ich habe immer diese Dose, die ich einfach befülle mit Schnittresten. Hier sind diesmal drin sehr viele Karotten, Pak Choi, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Champignon, Reste und viel Petersilie. So, und gieße es dann mit kaltem Wasser auf und dann gebe ich noch diese Alge dazu, so ein Stück. Meine Mama ist jetzt gerade gekommen von Philippinen und das ist der schwerste Koffer, den ich jemals getragen habe. Echt? Ich habe noch nie so einen schweren Koffer getragen. Echt? Mein Gott. Wir teilen das gerne. Jetzt kommen wieder diese Sachen. Jetzt sagen mir wieder die Leute, das darfst du gar nicht transportieren. Das haben die letzten Male geschrieben. Das darfst du gar nicht einführen. Nach Deutschland darfst du... Oh, wie schwer ist das denn allein schon? Aber du gibst mir welche, weil ich mag so Hunger. Guck mal, Peachy. Fleisch ist verboten. Und ja, ja, Fleisch und ja, so Tier, aber das sind alle. Fällt dir sowieso aus. Haha. So, ja, Frutbanga. Frische. Ja, eine Junge? Ja. Ja, das ist ja, gut. Du musst natürlich das scrapen, ja. Das Dings, wie heißt es nochmal? Nein, 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 nichts Süßes. Adobo. Oh, Adobo. Habe ich mal damit gemacht. Humba, Humba heißt das bei uns in Bisayas. Oh, yummy. Ich war jetzt nicht hier, sondern... Dick, gell? Was ist und perfekt. Ja. Nicht in Deutschland ist kein Problem. Essen habe Gott, ich nicht. Zu lange, viel das davon. Australien und Amerika. Ja, Australien ist so streng. Furchtbar. Getrocknete Bananenblüten. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Muss ich mal schauen, was man machen kann. Du musst immer gucken. Wie heißt das hier nochmal? Guck mal, oh, Rambutan. Sago. Rambutan. Rambutan. Wie Litchi dann halt. Ja, bin ich ja nicht so der Fan von. Ja, aber das ist anders Geschmack. Ja, ja, ich kenne das. Also ja. Das geht noch eher. Litchi mag ich ja gar nicht. Musst du zeigen, wie das aussieht. Und ich zeige. So muss man auch machen. Aber ja, man muss sehen, wie das aussieht. So. Sieht gut aus. Das so schön die dieses Rote, ne? Du magst die Kleine. Das ist ein Medikament, diese. Die verkaufen das zum Medikament Kapseln. Das hat sie alles mitgebracht. Aber aufgeschnitten. Aber es gibt noch mehr davon. Voll verrückt. Ich habe gerade ein Foto gemacht, deswegen habe ich das so gemacht. Oh, ich liebe das auf diesen Bananenleaf. So schön. Es duftet so gut. Ich muss deine Ehre retten. Jetzt mach nochmal. Ja, es klingt mir aber nicht richtig pianomäßig. Doch, das ist Piano. Ja, ja. Ja. E-Piano halt. Weil das letzte Mal, also als mein Papa das gebracht hat, ja, jetzt hat sie halt den Stuhl, und dann könntest du eigentlich doch. Jedenfalls, als mein Papa das gebracht hat, war es verstimmt. Es war tatsächlich, ja, ja. Das Keyboard war verstimmt. Wenn ihr jetzt denkt, hä, bin ich bescheuert? Nein, es war so. Es war tatsächlich verstimmt. Es ist dann resettet und jetzt... Läuft es halt ganz normal wieder. Ja. Wir machen jetzt Jackfruit Adobo. Schneid es jetzt weiter, machen jetzt Adobo. Knobi brauchen wir. Knobi, Knobi, viel Knobi. Ein bisschen so. Achso, was? Ja, ja, und dann. Jetzt. Das ist so ein Waffelhörnchen. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich habe einen veganen Eiscreme-Test, Taste-Test gemacht auf meinem Kochkanal. Könnt ihr euch gerne auch im Anschluss anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Hier habe ich einige Sorten, ja, einige Sorten veganes Eis probiert. Aber jetzt geht's los mit dem Film. So lange rumgemacht, bis ich was gefunden habe. Am Ende bleibt es dann doch immer beim Klassiker hängen. Okay, ich habe gerade das hier gesehen. Super Easy Cat Toy. So ein Puzzle. Sowas. Oh Gott, meine Stimme. Ich glaube, das mache ich jetzt mal für die beiden. Thank you.
Wer ist immer als erstes da? Peach ist immer da beim Essen. Also, und go! Okay, das nächste, was ich gebaut habe, ist das hier. Aber richtig billig. Ich kriege hier halt kein richtiges Loch hin. Wie soll man das denn ausschneiden mit einer Schere? Naja, jetzt sieht es so halt aus, ja. Okay, das passt hier, glaube ich, rein. Zack! Naja, na mach. Oh, toll, so schnell rausbekommen. Ja, super. Nochmal, willst du nochmal? Okay. Jawohl. Wow, sehr gut. Ey, nein, nicht die Kamera. Ich mache gerade Mittagessen. Zurzeit mache ich voll auf Tofu Scramble. Ich liebe das so sehr. Diesmal nur mit Tomaten und Zwiebeln, also so mache ich es am meisten. Und ich wollte nochmal Shoutout an das hier. Also ihr fragt mich so oft, nämlich welchen Tofu kann ich empfehlen. Das ist, finde ich, hands down wirklich der beste Tofu im Supermarkt/Discounter. Das ist von Lidl, der. Der ist einfach, also so wie ich ihn zumindest mag. Ich meine, ihr müsst es selbst ausprobieren. Erstens mal sind zwei Stück drin, was sehr gut ist. Und Bio ist es, also Bio-Sojabohnen werden genutzt und der ist weicher. Er kommt sehr nah an dem frischen Tofu, den ich mag, den es im Asiamarkt zum Beispiel gibt, genau. Also wenn ich nämlich diesen kriegen kann vom Asiamarkt, dann ist das der allerbeste, besser als alle anderen. Bisher wirklich als Bio-Rewe, als Aldi, oh mein Gott, der ist sehr trocken bei Aldi. Das ist wirklich nur so ein Notfall, wenn ich das hole. Aber das ist so der bevorzugte Tofu von mir. Ich mag diese Konsistenz. Aber wie gesagt, das müsst ihr selbst ausprobieren. Das ist es. Ich habe noch so einen Bulgursalat gemacht. Also das Bulgur-Kichererbsen von letztens, die ich eingeweicht habe, gekocht habe. Gurke, ein bisschen Frühlingszwiebeln, so eine rote, geile. Seht ihr die? Voll schön. Und ein bisschen Koriander. Genau. Und das mit Himbeeressig und Olivenöl. Salz, Pfeffer, fertig. Yams, yams, yams. Gestern habe ich den auch gemacht, aber anstatt Bulgur hatte ich noch Avocado, das war so gut, aber naja, die ist gegessen. Okay, wir haben einige Sachen gekauft. Ein paar Sachen auch für einen neuen Taste-Test. Ihr mögt es ja so gerne, aber ich mache das nicht jetzt, ne? Das ist auf Yummy Pilgrim dann. Außerdem habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen blöd, das jetzt hier zu fragen und nicht gleich auf Insta, aber ich frage mich, ich mache es einfach. Und zwar wollte ich auf Instagram, also ich wollte mal Insta IGTV ausprobieren, genau. Und ich habe mir gedacht, ich mache meine Rezepte ab und zu, irgendwelche Rezepte, die ich mache, dass ich das dort poste. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, also weil ich sehe das an mir selbst, dass ich Rezepte ganz gerne auf Instagram schaue, so kurz halt, kurz und knackig, so wie ich immer meine Yummy Quickies, genau, die Yummy Quickies, die ich immer gemacht habe, also kurze Rezepte, die sich ohne Sprache schon zu, die man dann versteht. Man kann vielleicht mit Bild, also so Unterschrift oder sowas machen, dass ich das auf IGTV mal ausprobiere. Genau, also folgt mir unbedingt auf Instagram. Fanny Pilgrim heiße ich da auch, falls ihr noch nicht folgt. Das werde ich demnächst auf jeden Fall anfangen. Wollte ich mal ausprobieren. Genau, weil ich glaube, dass ihr vielleicht auch so tickt wie ich und das mehr guckt auf Instagram als auf YouTube, weil ich sehe, dass zum Beispiel die Rezepte auf YouTube nicht so, keine Ahnung, werden nicht so krass geguckt wie anderes. Aber Hauptsache, meine Salzgurken sind wieder im Haus. Yes.
Ich räume den Kram dann jetzt mal weg und ich wollte euch nochmal daran erinnern, in die Videobeschreibung zu schauen. Da ist nämlich der Anmeldelink zu Igral, wo ihr nämlich 10 Euro statt 5 Euro Startguthaben abräumen könnt. Also gerne da reinschauen, anmelden und und sparen und abkassieren. Und wir sehen uns dann gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Falls ihr mein Get Ready verpasst habt, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Da sehen wir uns dann wieder. Ansonsten nächste Woche.